So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei 1860 in der Bundesliga. Man kann es nicht oft genug hören. Es ist hervorragend. Ja, genau. Hund brummelt, weil ich jetzt anfange zu reden, obwohl er gerade schläft. Sorry dafür. Bevor wir jetzt hier loslegen, muss ich mich aber ganz kurz bei euch bedanken, weil ich habe gerade eben mal wieder bei meinem YouTube-Kanal reingeguckt und habe gesehen, dass da tatsächlich 100 Abonnenten sind. Also, ist ja, da fehlen mir echt, da fehlen mir echt die Worte. Das ist richtig, richtig krass. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für eure Treue und dass ihr euch das hier geben wollt. Ich bin sehr erfreut und erstaunt. Sagen wir es mal so rum. Ist irgendwie echt surreal, sowas. Aber okay, wenn es euch Spaß macht, dann freue ich mich natürlich umso mehr. Und dann schauen wir mal, wo das hier noch so hinführt. Vierter mit 9 Punkten. Das ist richtig gut. Und das letzte Spiel war sogar auch richtig, richtig gut. Auch wenn es da ziemlich geruckelt hat, aber ne? Genau, das war ja das 5-1 gegen Leverkusen. Jetzt wird es ein bisschen lustiger, weil. Ja, ist ja gut. Weil, ne? Englische Woche. Ah, nee, das funktioniert garantiert nicht in dieser Form. Warte mal. Ja, doch so. Das sollte gehen. Leute sind nämlich kaputt. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, wie wir das hier lösen. Kerk ging richtig ab. Das war hervorragend, was er da abgefackelt hat. Und Kerr kommt auf jeden Fall auch mal mit, hä? Koizumi. Okay, Lex kann auch da spielen, das ist schön. Würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal ein bisschen in Anführungszeichen B11-Action. Huh? Oh, aber es sind echt. Ein Innenverteidiger wäre schon noch gut. Du? Nee. Das ist nicht gut genug. Mit 39 garantiert erst recht nicht. Aber Mock kommt jetzt einfach mal mit. Gut, dann spielt Al-Rahman halt. Ha, okay, an der Verteidigung, das habe ich ein bisschen falsch eingeschätzt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir da so in Notstand geraten. Da werden wir noch jemanden zurückholen müssen. Von den ausgeliehenen Jungs. Aber für dieses Spiel wird es wohl reichen. Das wird schon passen. Oh, krieg mal eine große Pause. Ah ja, machst du nix, gell? Nein. Nehmen wir halt einfach mal mit, was geht. Nehmen wir mal mit, was frische Beine hat. Ist halt schade, dass Kager verletzt ist. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. Aber der kommt hier wieder. Hoffentlich diesmal ohne Geruckel. Was soll's. So. Im Olympiastadion. Vorhand. Die Kulisse ist mittlerweile richtig gut. Schauen wir mal. Bis jetzt auch ruckelfrei. Das freut mich natürlich. Das war echt seltsam. Ich wette, das war irgendwas am Spiel, was da nicht gestimmt hat. Das ist deine. So. Wie immer erstmal wieder reinfuchsen, aber ich glaube, ich nehme heute noch danach eine. Wow! Moment, bevor es weitergeht. Hier
Hier sah das jetzt eigentlich gar nicht so schlimm aus von der Geschwindigkeit her. Hä? Der war ja wohl viel schneller. Naja, was soll's. Huch! Ja. Good job, good job, good job. Koizumi setzt sich aber irgendwie durch. Und Elliot! Schade. Ja, habe ich mal wieder sehr intelligent gestaltet hier. Ganz vergessen, dass ich da mit Koizumi im Dribbling war. Und Hughes. Toll. Ja, also dieser Pass von Badiashile war ja wohl richtig seltsam, oder? Kam mir sehr übernatürlich vor. Übernatürlich. Na! Na! Kein Foul. Oje. Und wenn sich Bela da jetzt auch wehgetan hat, dann wird's lustig. Ach, der kann ja gar nicht angespielt werden, der ist ja kaputt. Oi. Abseits. Kein Abseits. Ach, Mann, Bela. Musste das sein? Sorry, wenn ich jetzt gerade nicht so viel rede, gell? Aber das ist richtig intens hier gerade. Das ist echt viel Arbeit. Och, Mann. Kommt schon. So ein Schritt zu spät immer. Gut, Lex. Das ist ein Foul. Wenn ich das mache, ist das ein Foul. Ganz weirder Ball. Ja. Perfekt gemacht. So, jetzt hier unser gestandener Bundesligaspieler. Ah. Ist das noch Jahrstein im Tor? Ich habe nicht hingeguckt. Der einzig wahre Jahrsteiner. Das ist top. Nein! Alter, was ein Tempo. Das sage ich jetzt jedes Bundesligaspiel übrigens, ne? Könnt ihr euch schon mal dran gewöhnen? Da! Elliot, verflucht nochmal! Die Annahme, Elliot. Die Technik. Die Technik, Thaddeus. Gut. Na. Naja, der ist ja eh schon verletzt, ne? Was soll's? Ich wechsle den jetzt auch nicht aus. Das ist mir irgendwie ein bisschen zu früh. Und Hahn. Ja, sehr gut. Und wir ergeben uns hier auf keinen Fall. Wir kämpfen zurück. Und, eigentlich hätten wir uns auch schon auf jeden Fall auch eine Torschance verdient gehabt, aber... Ah, ist wieder noch Moll getunnelt. Stehen auch eigentlich gut, das war jetzt wieder mal unglücklich. Das war ziemlich dumm. Ich krieg Earl nicht. Und das ist schlecht. Da unten ist Lex frei. Krieg den sogar durchgesteckt. Mal schauen, ob das funktioniert. Eh nicht. Nein. Da ist der Arne Meyer im Weg. Hughes bis jetzt noch gar nicht in Erscheinung getreten. Da ist er. Schön überlegt. Gut gemacht, Jungs. Ja. So wie im 1 gegen 1, das funktioniert nicht. Und dann ist der Pass auch zu ungenau, verdammt. Hä? Klassischer FIFA-Move, aber... Earl bleibt Sieger. Ja, genau. Boah, Glück gehabt, Alter. Hast du jetzt aber Glück gehabt, mein Freund. Sonst wäre ich dezent ausgerastet. Alliert dezent weit hinten und dann, ja. Wenn der Rest der Mannschaft halt vorne campt, dann wird's schwer. Ich warte auf den einen Schuss. Oh, Prium 1 gegen 1 Sieger. Was willst du denn? Nein, ich wechsle den noch nicht aus. Dann ist er halt angeknackst. Ist mir egal. Leide. Danke, FIFA. Elliot war perfekt positioniert. Den hätte er easy kriegen können. Aber nein, FIFA läuft mit ihm weg. Und deswegen liegen wir jetzt 1-0 hinten. Danke dafür. Warum? Schaut. Er geht weg.
Statt zum Ball hin geht er weg. Er hätte ihn easy kriegen können. Und dann macht Haraslin ihn rein. Wer auch immer das sein mag. Oh Mann, ey, dieses dumme Spiel. Total unnötiges Gegentor. Musste ja so kommen. Keine Chance durchzukommen. Gut. Yo. Mal aus der Distanz. Das war nicht Bundesliga-reif. Hör auf, mir die Auswechslung vorzuschlagen, Alter. Ich wechsle, wann ich will. Jahrstein ist im Tor immer noch, tatsächlich. Also, der einzig wahre Jahrsteiner. Kazumi mit dem Auge für Hahn. Klasse Ball. Hahn ist gar nicht so wendig, wie ich dachte. Wow! Richtig gute Flanke von Hughes. Das ist so ein Reflex. Ich muss das automatisch... Ich will da gar nicht gucken. Ich weiß ja, wen er mir vorschlägt. Earl. Schade. Earl. Wieso führen die denn jetzt? Gut. Na. Wow, Koizumi, hervorragender Ball auf Hughes. Das war eine ganz normale Flanke. Und perfekter hätte sie nicht zum Gegner kommen können. GG. Dann bleibt der Ball halt am Boden. Ist eh immer sicherer. Oh. Ja, toll. Okay, also, weirdes Spiel. Wir hätten nicht unbedingt ein Tor schießen müssen. Aber Hertha hätte auf keinen Fall ein Tor schießen dürfen. Ich finde, das ist bis jetzt sehr ausgeglichene Kacke hier. Mit unglaublich dummen Fehlpässen. Ich verstehe schon, warum das Fehlpässe sind. Ich verstehe aber nicht, warum er sie nicht besser spielt. Weil es ist schon möglich. So ist es nicht. Was will dieser Haraslin? Lässt ihn clever zur Ecke ausgehen? Nein, Bela bleibt noch drin. Ja, das da zum Beispiel, ne? Wieder mal richtig intelligent vom Spiel. Ja, ich weiß, ich bringe mich selbst in die Situation. Aber das ist... Das könnte halt auch einfach mal funktionieren. Das könnte auch einfach mal Sinn machen. Es muss nicht so sinnlos sein. Alliert. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Wir sind... Leider nicht nah dran, eins zu schießen gerade. Dafür ist das hier zu random und zu ungenau. Und das Spielsystem funktioniert, wie befürchtet, nicht so gut wie gegen Leverkusen. Weil Hertha halt einfach nicht so brutal offensiv verteidigt. Und dementsprechend auch gut abriegelt. Das ist furchtbar, der Laufweg Alliert. Ganz, ganz große Kacke. Der weiß genau, was ich mache. Ich habe null Momentum. Und da ist André Hahn. Ja! Aus dem Nichts. Alter. So. Alliert mit der Vorlage. Boah, Alter, ich wechsel. Oh. Ja, ein bisschen muss er noch durchhalten. Immerhin, der Abschluss war sauber. Gut gemacht. Willkommen in der Riege der 1860 Torschützen, Herr Hahn. Mr. Cock. Der Boss Hahn. Was? Sorry. So. Jetzt direkt das Gegentor fressen. Was war das denn, Moll? Der Stuhl wird einfach stehen gelassen. Hertha dreht jetzt kurz auf, oder was?
Wenn der Breo da nicht hingeht, dann klingelt's. Okay, 60. Minute, jetzt darf man mal wechseln. Ja, Bela, du darfst jetzt endlich raus. Herzlichen Glückwunsch. Geh mir nicht auf den Sack, Alter. Nee. Es kommt Mock. Und außerdem kommt Kerr. Der kann nämlich auch links spielen. Wusste ich. So. Wo ist er? Der neue Flügelstar. Da. Oh, hat noch das Trikot in der Buchse. Also, welcome. Kerr, da ist er. Und direkt mal mit dem ersten Ballkontakt seiner Karriere. Fast das Gegentor besiegelt. Uiuiui. So, Kerr, zeig mal, was du kannst. Stabil. Na. Ja. Mensch, Meier, da kannst du doch rein. Warum hältst du dich denn zurück? Weg da. Dieser Haraslin. Mock, Mock. Ja, Jungs, mit Kampf. Gut gemacht. Da! Und da ist Kerr. Und da ist Kerr. Und da unten ist André Hahn. Schade. Aber gut gedacht. Davy Selke. Den gibt's ja auch noch. Ach. Diese Abschläge immer. Perfekt. Perfekt, perfekt. Na, Mock. Durch, Kerr durch, okay. Und Mock jetzt mit der Umschaltsituation. Ja, das sollte natürlich zu Hahn, aber hey, auch das funktionierte. Meier mit einem Superball auf Kerr. Der kriegt ihn sogar noch. Und wieder André Hahn. Wieso denn nicht zu Elliot? Wieso fühlt der sich denn da nicht angesprochen? Der ist doch unser Flankenmensch. Mock aus der Drehung. Nicht gut. Ah, das 1:1, das nehme ich. Das ist okay. Das ist eine Notlösung hier, das Spiel gefühlt. Schade, Meier, da war mehr drin, wenn das Zuspiel passender kommt. BZW überhaupt. Mock! Schade eigentlich. Hätte auch gut klappen können, die Grätsche. War auf jeden Fall knapp. Ja, das passiert halt mal. Meine Güte. Er ist ein furchtbarer Fußballer. Was ist das denn, Mann? Wieso rennt er denn da in den Gegner rein? Dann verliert er doch den Ball. FIFA will nicht, dass wir hier einen Punkt mitnehmen. Es war sogar ein Eigentor. Ja, gut. Danke, FIFA. Ach, rennt der da einfach in den... Ja, easy. Easy Balleroberung, gell? Keine Chance. Das ist echt frustrierend. Aus dem Nichts rennt er einfach in die Gegner rein. Gut, immerhin. Ja, Freunde, Überfallfußball. So sieht das aus. Also, damn. Guck dir diese Geschwindigkeit an. Schade. Wieder der Meier im Weg. Ja, so muss es nämlich aussehen. Gut von Mock. Der Abschluss war leider nicht gut. Es ist doch Lewis Holtby, ich wusste es. Ich habe es am Auge erkannt. Ich hatte schon zu Grätsche angesetzt. Naja.
Hopp, jetzt. Ja. Die drehen sich so perfekt weg. Oh. Davy Selke. Leckerer Versuch. Hilft aber nicht. Oh Mann, ey. Ja, gut. Das ist halt so. Das werden wir auch... Ja, ja. Ja, ja. Gut, die Sache ist durch. Jetzt schauen wir einfach, dass wir nicht noch ein Gegentor kriegen. Böses Foul, Hughes. Böse. Einmal noch nach vorne kloppen. Gut ausgewichen, Moll. Das war richtig stark. Ja. Natürlich nicht. Okay. Also FIFA. Zwei Gegentore. Ja, die ist also. Da könnt ihr mir jetzt die Schuld geben, aber ich denke, ihr wisst genauso gut wie ich, dass das nicht hätte passieren müssen dürfen. Es ist einfach sinnlos. Mega unglücklich. Ist jetzt nicht so, dass wir einen Sieg verdient hätten, aber Hertha war halt jetzt auch nicht so gut. Das ist eigentlich ein klassisches Unentschieden, aber naja, machst du nichts. Das ist furchtbar gewesen. Aber die Jungs haben noch nie so zusammen gespielt. Das ist dann halt so. Wir schauen jetzt mal kurz, wen wir zurückholen können, weil das ist, das habe ich echt falsch eingeschätzt. Nur zwei Innenverteidiger, krass. Das hatte ich anders in Erinnerung. Und wir haben sogar gar keinen, den wir zurückholen können. Also ich dachte, wir hätten noch Innenverteidiger irgendwie ausgeliehen, aber dem ist nicht so. Da müssen wir dann halt jetzt mal gucken. Oh, not bad. Jorge, ihr seid noch unterwegs, gell? Und auch erst im November zurück, natürlich. Jo, dann, Boy, du hattest ein Spiel Pause. Jetzt mach dich mal locker. Jesus. Also, Bela ist jetzt auch für 6 Tage raus. Kacke ist das doch. Dann werden wir wohl nach einem Innenverteidiger suchen müssen. Haben wir das noch? Am Start haben wir sogar. Und da kann man sich ja jetzt auch ruhig was gönnen. Vielleicht haben wir auch noch was auf der Wunschliste. Müsste ich auch mal gucken. Haben wir ja erst gehabt. Ja, komm, was soll's. Schauen wir einfach mal. Wisst ihr was? Das mache ich einfach gleich. Da müsst ihr mir jetzt nicht zugucken. So, und wie gesagt, nochmal ganz vielen Dank, dass ihr hier dabei seid. Zu Hunderten. Wahnsinn. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir hoffentlich ein bisschen mehr Spielglück haben und das Spiel nicht ganz so viel Unfug macht. Macht's gut, liebe Leute. Bis denne. Gegen sogar gegen Union, also na, gegen die Kellermannschaften haben wir es doch immer gut geschafft. Macht's gut, liebe Leute.